Hurra, die Wirtschaft in den USA boomt. Dementsprechend müssen die Aktienmärkte unbedingt weiter steigen, denn bei boomender Wirtschaft steigen die Aktienmärkte. Ist das wirklich so? Diese Frage versuche ich in diesem Video zu beantworten. Und ja, zunächst mal, wir haben zunächst auch boomende Aktienmärkte. Das erste Mal die Tatsache, dass der Leitindex der Welt, der S&P 500, über die Marke von 4000 Punkten gestiegen ist. Das allererste Mal im Tief vor einem Jahr, im März 2020, waren wir bei 2300 Punkten. Also schon ein ziemlicher Schnaps von über 80%, den der Leitindex seitdem gemacht hat. Man hat darauf gewettet, dass A, die Fed eben die ganze Geschichte am Laufen hält und dann der Boom kommt, und das scheint erstmal so eingetroffen. Die Fed hat das gemacht, was sie eben gemacht hat, und der Boom ist jetzt da, wie wir in den heutigen Zahlen vor allem zum ISM-Index gesehen haben, der den höchsten Wert heute erreicht hat seit dem Jahr 1983. Wow, also da ist richtig was am Start. Die Amerikaner ja aus dem Lockdown, anders als wir, als fast ganz Europa, ja schon ziemlich weitgehend raus. Da ist kaum mehr eine Einschränkung und die Wirtschaft, die boomt, wie wir aus dem ISM-Index gesehen haben. Aber kurz vorher, heute wurde der Market PMI, also der Einkaufsmanager-Index von Market, veröffentlicht, und hier schreibt Chris Williamson, dass man die stärksten Anstiege gesehen hat, sowohl bei den Auftragseingängen als auch bei den Preisen, seit es praktisch diesen Index gibt. Und das ist eben das große Problem, dass jetzt eine Nachfrage da ist, die aufgrund, naja, einer besseren Wirtschaft, aufgrund auch dieses Helikoptergelds in den USA verstärkt eben Konsumgüter sucht auf der einen Seite, und auf der anderen Seite die Lieferzeiten immer länger werden, Materialien knapp sind, die sogenannten Raw Materials, Materials knapp sind. Also, wie passt das zusammen? Eigentlich das klassisch inflationäre Umfeld. Es gibt zu wenige Güter auf zu viel Geld. Geldmenge in den USA 25% gestiegen, in Europa nur 12%, aber zu wenig Güter auf zu viel Geld. Genau das ist eigentlich der Mix, der eine Inflation erzeugt. Ist das jetzt gut für die Aktienmärkte? Ist also eine boomende Wirtschaft, wie wir sie jetzt zumindest gerade jetzt aktuell in den USA haben, ist das wirklich gut für die Aktienmärkte? Das wollen wir uns gleich mal anschauen. Andreas Steno Larsen von Nordea hat hier mal die letzten Zahlen des ISM untersucht in den letzten Jahrzehnten. Wenn der Wert über 60 ist, wie ist es dann gelaufen? Und da gibt es Daten aus dem Jahr 1983, 1987, 2003 und zweimal 2018. Und wir sehen, so eindeutig positiv ist die Entwicklung nicht. Warum ist sie nicht so positiv? Darüber hat Wolfgang Müller von Finanzmarktwelt geschrieben: Aktienmärkte mögen keine boomende Wirtschaft. Aktienmärkte mögen am liebsten eine stetig, langsam, aber stetig, kontinuierlich wachsende Wirtschaft. Aber Boom heißt immer auch eben Anstieg der Inflation. Anstieg der Inflation heißt wiederum, die Fed muss reagieren oder Notenbanken müssen reagieren, um die Preisstabilität irgendwie zu gewährleisten. Nun hat die Fed uns ja mehrfach versichert, ja, wir werden nichts machen. Nie wieder, also zumindest die nächsten Jahre nicht. Aber genau das ist ja die große Frage. Liegt die Fed da hinter der Kurve? Sie nimmt ja an, dass diese Inflation nur temporär überschießt. Aber ist das wirklich so? Alle Leute, die mich anschreiben aus ihren Branchen, sagen massive Preiserhöhungen, und diese Preiserhöhungen werden eben nicht zurückgenommen. Es ist ja nicht so, dass ein Lieferant die Preise erhöht und dann einen Tag später die Preise wieder senkt, sondern die bleiben Monate teilweise in Kraft. Also das wird wahrscheinlich nicht so laufen, wie die Fed sich das vorstellt. Und im Worst Case haben wir dann die Situation, dass die Preise eben massiv steigen, auf der anderen Seite aber dann dieses Aufblühen der Wirtschaft, das wir jetzt zumindest in den USA sehen, so ein bisschen wieder abflacht, und dann hätten wir als Worst Case sogar eine Stagflation, also eine stagnierende Wirtschaft bei gleichzeitig steigender Inflation. Apropos Inflation, hier mal ein Chart von Jerome Blockland, der zeigt, was eigentlich oder wie das Verhältnis zwischen dem Goldpreis und der Inflation, den Verbraucherpreisen in den USA, sich entwickelt hat seit Ende der Goldpreisbindung des Dollars, also seit 1971. Und wir sehen, der Goldpreis ist der Inflation ja schon sehr, sehr stark vorausgelaufen. Der Abstand zur Inflation, zumindest zur offiziellen Inflation, ist sehr, sehr groß. Und viele fragen sich ja, hey, wir haben doch jetzt einen super Mix für Inflation, warum steigt Gold nicht? Ja, viele, die Gold haben, die sind immer wieder da verwirrt, warum passiert das nicht? Gold ist natürlich etwas, was sehr stark auf die realen Renditen reagiert, und die sind zuletzt tendenziell nach oben gegangen, also die 10-jährige US-Staatsanleihenrendite minus Inflation, deswegen Gold nicht so richtig aus dem Quark gekommen, jetzt immerhin über 1700 Dollar, aber der Abstand zur Inflation ist noch eben sehr groß. Wenn die Inflation anzieht, dann würde der Abstand kleiner und würde wahrscheinlich dann auch
nämlich zwischen dem Goldpreis und der Inflation, würde dann vielleicht solche Preise rechtfertigen oder vielleicht zu einem neuen Auftrieb bei Gold führen. Aber was den inflationären Druck noch verstärkt, ist, dass China offenkundig in den letzten Monaten sehr, sehr viel Kupfer sich gesichert hat, praktisch das eingelagert hat für spätere Zeiten. Und wenn jetzt Joe Biden mit seinem Infrastrukturprogramm durchkommen sollte, und das wird ja noch monatelang verhandelt werden, also sicher ist das noch nicht, dass das wirklich kommt, dann wären die Amerikaner vor der Situation, dass es wahrscheinlich zu wenig Kupfer gibt, sie zumindest sehr stark, sehr hohe Preise zahlen müssten für Kupfer. Und das würde diesen inflationären Druck dann noch verstärken. Schauen wir uns jetzt mal die Aktienmärkte an. Da sehen wir hier Marktkapitalisierung zum GDP, also zum BIP der USA, 265%. Damit sind wir in der obersten Perzentile ever. Auch das ist natürlich Inflation, das ist Assetpreisinflation, wenn man so will. Also günstig ist es jetzt nicht, zumindest nach klassischen Prinzipien. Und Lance Armstrong, hat sich hier erdreistet zu sagen, also der S&P 500 müsste 73% fallen, um die impliziten Gewinne der Unternehmen zu rechtfertigen. Das kann vielleicht auch mit dem Hintergrund folgender Überlegung zustande gekommen sein, diese Aussage. Wir haben ja derzeit die Situation, dass natürlich die Wirtschaft boomt, aber auf der anderen Seite eben die Inputkosten, also die Kosten für die Unternehmen deutlich steigen, wenn sie etwas produzieren. Und bisher sind sie zwar teilweise in der Lage, diese Preisanhebungen, die sie selber mit denen sie selber konfrontiert sind, weiterzugeben, aber eben nicht vollständig. Und solange das nicht der Fall ist, frisst das in die Marge. Dementsprechend könnten wir bald doch schlechtere Gewinne sehen der Unternehmen oder zumindest die Gewinnerwartungen vielleicht ein bisschen enttäuscht sehen. Das werden die nächsten Wochen zeigen, wenn die ersten Zahlen kommen. Apropos Zahlen, schauen wir uns mal so die Modethemen an in 2021. Da haben wir zum Beispiel ganz oben die meistgeschorteten Aktien. Die halten sich noch am besten bei diesen Dingen, die besonders toll gelaufen sind, bis Mitte Februar zumindest. Aber die SPACs, die sind ziemlich abgestürzt, diese Börsenmäntel. Da ist einiges passiert. Andere Lieblinge sind auch ein bisschen unter Druck gekommen, zum Beispiel die unprofitablen Tech-Unternehmen. Da gibt es ja auch so ein Goldman Sachs Basket. Also hier sieht man, da ist schon so ein bisschen der Wurm drin. So richtig toll ist das nicht gelaufen, was Anfang des Jahres bis Mitte Februar sehr toll gelaufen ist. Und das gilt auch für Cathie Wood und ihre ARK. Produkte, ETFs oder Fonds oder was auch immer. Hier sehen wir, da ist es ja stetig nach oben gegangen. Gab scheinbar kein Halten. Aber das ist jetzt irgendwie so ein bisschen vorbei. Zumindest ist die ganze Richtung nicht mehr so eindeutig. Gleichwohl hat Madame Wood kürzlich den ARK Invest Space Exploration ETF rausgegeben mit immenser Nachfrage. Da haben wir also das achtfache Volumen etwa dessen, was damals beim Fidelity Magellan ETF, ja immerhin ein Dickschiff, hier gehandelt wurde. Also da ist richtig was los. Dienstags erste Mal gehandelt, gestern auch sehr, sehr hohes Volumen, heute weiß ich es noch nicht, aber auf jeden Fall, man sieht, wie gierig die Anleger sind auf solche Stories von Cathie Wood, irgendwie Space Exploration, ne? Elon Musk und der Mars, ganz tolles Thema. Hier sehen wir nochmal bei ARK, also bei diesen Produkten, die Cathie Wood hier verwaltet, wie stark man in einzelnen Werten engagiert ist. Da ist, sind mindestens 25 Firmen dabei, wo sie mindestens 10% hält, teilweise sogar mehr als 20% in diesen Werten. Also durchaus eine gewisse Risikokonzentration. Apropos Risiko, wir hatten es gestern auch wieder gesehen, der S&P 500 in der letzten Handelsstunde wieder ziemlich abgesoffen. Vorher gut, dann ein bisschen nach unten. Das war gestern auch der Fall. Hier der Durchschnitt ist also eher schlecht. Mal sehen, wie es heute jetzt vor dem langen Wochenende, die Amis haben ja morgen auch frei, morgen ja die Arbeitsmarktdaten aus den USA, aber kein Handel, es geht dann am Montag erst weiter. Aber die Bullen schöpfen Hoffnung daraus und ich zähle ja zu den Dauerbullen, wie Sie wissen, dass der S&P seit 2012 keinen einzigen Verlust mehr hat im April verzeichnen müssen, saisonal also scheinbar eine günstige Geschichte. Und das kam auch Mr. Biden zugute. Die ersten 50 Tage, Handelstage sind vorbei seit seiner Amtsübernahme und er hat Donald Trump knapp überholt mit plus 4,6%, Trump bei 4,4%, Clinton war damals bei plus 3,8%. Dies wird den Donald wahrscheinlich wurmen, gar keine Frage. Und wenn wir jetzt nach Deutschland gucken, dann müssen wir uns auch wurmen, nicht nur, dass wir im Lockdown sind, nicht nur, was mich jetzt persönlich extrem erfreut, dass wir eine Ausgangssperre haben ab morgen ab 21 Uhr hier in Hamburg.
sondern auch die deutschen Einzelhandelsumsätze miserabel, sind um 9% gefallen. Das war im Februar auch schon 8,7%. Die Erwartung war eigentlich nur, in Anführungszeichen, minus 6,3%. Also der Einzelhandel dürfte schwerst getroffen aus dieser Krise kommen. Wir werden wahrscheinlich teilweise verödende Innenstädte sehen, auch in Großstädten. Das ist keine schöne Perspektive. Interessant aber, wenn wir uns mal angucken, was eigentlich in Sachen Handel der Fall ist. Hier hat Gabriel Felbermayr vom Kieler Institut für Weltwirtschaft das mal genau analysiert und er sieht, dass China fast dasselbe Handelsvolumen hat wie die Schweiz mit uns. Da sagt er, interessant, die USA sind klar vorne, dann kommt der UK, aber China und die Schweiz, das ist ein Kampf um den dritten Platz. Da sagt Felbermayr, geografische und kulturelle Nähe sind immer noch extrem wichtig für bilaterale Wirtschaftsbeziehungen. Ja, man versteht sich, also die Deutschen und die Schweizer zumindest teilweise, wenn man jetzt als Deutscher nicht in der Schweiz lebt, ja, und auch eine gewisse Sprachtoleranz hat gegenüber den Schweizern, dann kann man sich gut verstehen. Interessant finde ich, dass das also hier kulturelle Nähe offenkundig durchaus ein Faktor in Wirtschaftsbeziehungen ist. Und ein Faktor, der für die EZB jetzt plötzlich wichtig ist, ist der Klimawandel. Lagarde hat heute diskutiert, warum der Klimawandel für die Erfüllung des EZB-Mandats so wichtig ist. Gell? Also ja, dieser Zusammenhang erschließt sich mir total. Gell? Also wahrscheinlich hätten wir eine dramatische Klimawandel ohne die EZB. Ne? Wenn die EZB nicht wäre, hätten wir noch ganz anderen Klimawandel, gell? Klimawandel gibt es jetzt auch nach dem Wochenende, meine Damen und Herren, Sie haben es vielleicht gehört, Montag, Dienstag wird es richtig frisch. Im Mittelgebirge, wo ich weilen werde jetzt bald, da soll es sogar am Montag Schnee geben und am Dienstag mal sehen, wie es kommt. Jedenfalls sehen wir, dass die Wirtschaft in den USA überhitzt, die Aktienmärkte zunächst noch mit Freude darauf reagieren. Bleibt das so? Das ist die große Frage. Jetzt wünsche ich Ihnen wunderschöne Ostern, machen Sie das Beste draus und ich hoffe, wir sehen uns dann in alter Frische am Dienstag. Alles Gute Ihnen. Bis dann. Ciao.